Moin Moin und willkommen zurück hier im Weltraum. Naja, eigentlich auf dem Planeten. Aber ich hoffe, ihr seid dabei. Und wir müssen ja hier rein. Und da oben, habe ich gesehen, kann man ja rein. Ich denke mal, wenn wir einfach mal fliegen, dann sollten wir auch da hochkommen. So. Tür, die man rausreißen kann. Dieser alte Schrotthaufen scheint noch aktiv zu sein. Oh. Schön langsam. Das ist ein ziemlich ausgefeiltes Verteidigungssystem. Achso, okay. Und. So. Sackgasse. Eine Art Raketenschacht. Rühr die Raketen nicht an. Die sind bestimmt explosiv und extrem gefährlich. Ich hab sie. Vorsicht auf dem Rückweg. Das Schiff hält einen Treffer von den Lasern aus. Die Rakete bestimmt nicht. Okay. Oh, mein armes Herz klopft mir bis zum Hals. Das halte ich nicht aus. Quatsch. Das war natürlich dumm. Die Rakete wiederholen, ne? Okay, jetzt müssen wir kurz warten. Ich habe ganz clever die... War jetzt blöd. Naja. War jetzt wirklich... Oder hier durch. Dann hier. Das ist nicht das Problem. Das ist das Problem, hier rauszukommen. Was ist doch. Was ist denn das jedes Mal? Also ich kann da nicht. Ich kann, muss da rüber hopsen, glaube ich. Aber ich kann irgendwie nicht. Kann hier irgendwie nicht hoch. Mann. Kann ich das nicht? Habe ich ja vorher auch immer. Hier hat man diese Innensteuerung, die ist ein bisschen scheiße. Muss schneller sein. Und gleich nochmal. So, noch einmal. Kann nicht so schwer sein, eine Rakete mitzunehmen, ne? Das vorbei. Jetzt den Sprengkopf an der Tür anbringen. Dann können wir den Laserpanzer rekalibrieren und BOOM! Ah, okay. Wir sind drin. Mein Herz setzt schon wieder aus. Das ist natürlich clever. Das kann man natürlich auch machen. Kalibrieren wir das ganze Ding gesichert. Hier. Ist das nicht entzückend? Ich gebe meiner Crew einen Auftrag. Räumt das Gebiet und brecht die Kammer auf. Ein Auftrag. Ganz einfach. Ich weiß, es hört sich nach zwei Aufträgen an, aber es ist nur einer. Ein Auftrag. Der war jetzt nicht wirklich schwer. Dieses Mal lasse ich euch davonkommen. Beim nächsten Mal seid ihr dran. Gute Arbeit, Fox. Danke, das fühlte sich gut an. Schluss mit dem Schulterklopfen. Bringen wir den Laser in Gang. Ich will wissen, was hinter all dem steckt. Sagt Bescheid, wenn es vorbei ist. Ja, es hat geklappt. Du warst dir gar nicht sicher? Ich war ziemlich sicher. Na los, sehen wir uns das an. Oh, da ist ein Prime drin. Das ist ein Legion Prime. Er scheint komplett intakt zu sein. Wolf rafft nicht nur die Teile für einen Roboter zusammen. Mit Legion-Maschinen wie dieser kann er eine ganze Armee erschaffen. Und das war sicher nicht das Einzige auf seiner Liste.
Wenn er diese Legions ins Lylat-System bringt, ist Corellia erledigt. Er kann sie ja nicht einmal kontrollieren. Nein, wir müssen ihn aufhalten. Hallo Equinox. Tut uns leid, aber wir benötigen Hilfe. Wolf sammelt Legions an. Wir müssen sie finden. Wenn sie nicht zu Gregs Netzwerk gehören, wird es ganz schön schwer. Aber Sage kann es vielleicht schaffen. Ihr bekommt bald eine Antwort, versprochen. Danke, Razor. Na gut. Wir werden warten. Star Fox, hört ihr mich? Ich höre. Was gibt's? Sage konnte im Weltraum ein massives Nova-Signal orten. Es könnte sich um einen Wirbelantrieb handeln. Ob das Wolf ist? Schwer zu sagen. Aber wenn er einen Weg nach Lylat gefunden hat, müssen wir uns beeilen. Seid ihr bereit? Startklar! Alle Systeme grün! Dann schicken wir Wolf mal nach Hause. Sehr gut. Also wir könnten natürlich das... Equinox, wie läuft's? Kann ich hier draußen noch irgendwie helfen? Unsere Starlink-Türme brauchen zusätzliche Unterstützung. Wir müssen auf jeden Fall das Ding abgeben. Pass auf, wir fahren mal hier hin. Wir fliegen mal dahin. Kannst du eine Allianz mit dem nicht identifizierten Außenposten bilden? Dann machen wir deinen Außenposten hin. Wir machen unseren Ding ziemlich ab. Springerschwarm entdeckt. Oh, die sind echt ein Problem. Wir sollten sie beseitigen. Gute Wahl. Deine Waffe zerfetzt sie. Warnung, der Gegner ist gegen Hitzewaffen resistent. Dann kriegst du Eis. Springerschwarm neutralisiert. So. Gute Arbeit. Du hast dieses Ungeziefer wirklich das... Was bauen wir denn hier? Ich würde sagen, wir bauen eine Raffinerie. Lass uns noch ein paar Mods herstellen. Werkstatt betriebsbereit. Kommen Sie vorbei, wenn Sie soweit sind. Es gibt jede Menge zu tun. Sehr gut. Mal ein bisschen höher machen. Gleich. Starlink, hallo! Willkommen zurück! Ja, schön, Sie zu sehen. Ist das der Kern eines Legion Prime? Das ist fantastisch! Vielen Dank! Vielen Dank! So, jetzt müsste das größte sein, glaube ich, ne? Ja, man kann auch einmal verbessern. Machen wir. Dank Ihnen können wir mit den letzten Upgrades nie dagewesene Technologien konstruieren. Finde ich super, wenn ihr das macht für mich. Das freut mich total. So, wir sind jetzt schon über 50%. Das heißt, wir können einen Turm hier irgendwo hinsetzen. Das machen wir auch. Nur eine Stelle finden, wo wir ihn bauen. Hier vielleicht. Genau. Dann können wir auf jeden Fall schon einen Starlink-Turm hier reinsetzen. Das wäre ja schon mal was. Denn der ist ja sehr praktisch. Dann haben wir mich schon eingesetzt in diesem Gebiet. Wollen wir nicht noch einsetzen? Es wird zu heiß. Ah, nicht so an, kleiner Box. So, da ist noch ein Springerstock, den zerstören wir kurz. Können wir jetzt einen Starlink-Turm hinsetzen. Bam! Der dritte Turm steht. Heißt es, dass es losgehen kann? Hier ist alles bereit. Das Tachyonenfeld wird instabil sein. Aber wenn wir recht haben, landen wir direkt vor Gregs Haustür. Und wenn nicht, dann landen wir direkt in der Sonne. So weit weg ist sie nicht. Unsere Projektionen zeigen, dass unsere Landezone nur ein paar tausend Meilen davon entfernt ist. Ist das nicht ein wenig nah? Nicht in diesem Fall. Grex hat anscheinend eine Art Solarschild gebaut. Die Hüterstation liegt offenbar im Orbit des Sterns selbst. Hoffentlich funktioniert das. Ja, das hoffe ich auch. Ihr wart fantastisch. St. Grant, also, er wäre stolz. Das wäre in der Tat. Dann bitte schnellstmöglichst zur Equinox zurückkommen. Wir warten dort. Gut, ist natürlich nicht schlecht. Aber wir können es natürlich trotzdem nicht schaffen. Hoffe ich mal. Jetzt, wenn wir das eben da jetzt erobert haben. Wir schauen mal. So oder so müssen wir ja hoch. Ja, was eine Mission wir machen. Wir haben auch die Quelle des Schwarms, die können wir auch noch nicht finden. Ist auf meinem Planeten. Wir fliegen jetzt nach oben.
Koalitionsverbündeten haben eine Ladung Verbesserungen geliefert. Sehr gut. So, haben wir zu Equinox? Zeig sie mir. Ja. Eine Reise. Tschup. So, wir reisen schnell hin. Gucken wir uns das mal an. Okay. Gib die zu Equinox, sind wir doch. Nein. Willkommen zurück. Sind alle bereit, das zu tun? So, jetzt. Starlink-Rekonfiguration abgeschlossen. Nur noch ein paar abschließende Handgriffe und wir sind soweit. Super. Erwerb das Starlink. Okay, das müssen wir kaufen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt gibt es kein Zurück. Nicht, wenn man mitten im Schiff an einem schwarzen Loch rumbastelt. Alles gut. Wir schaffen das. Sieht ja heiß aus, die Katze. Manuelle Starlink-Singularitätskalibrierung initiiert. Wir schaffen das. Komm schon, Mason. Mason! Bist du okay? Geschafft! Jetzt kommt der letzte Test. Grax. Hüterstation, wir kommen. Starlink neu kalibriert. Okay. Bist du bereit? Das wird ein heftiger Kampf. Sind wir bereit dafür? Was ist, wenn ich abbrechen mache? Okay, sind wir draußen? Ja, ich glaube, wir können ihn noch gar nicht besiegen. Wir müssen erstmal, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir den schon schlagen können. Wahrscheinlich nicht. Equinox, gibt es noch etwas, das ich tun kann? Nicht jeder Outlaw ist so charmant und freundlich wie ich. Wir tun Atlas einen großen Gefallen, wenn wir eines ihrer Verstecke auffliegen lassen. Bist du bereit, gegen Grax anzutreten? Wir gehen mal rein. Schauen uns das mal an.
kann man auch wieder zurückkommen, ich weiß es nicht. Wenn es jetzt nur gegen ihn ist, dann ist es natürlich schade, aber vielleicht ist es ja auch nicht nur der Kampf gegen ihn, sondern... Okay, ich habe es geschafft. Wow, diese Dreadnoughts sind alle erledigt. Nicht alle von ihnen. Da, auf 9 Uhr. Die scheinen aber nicht aktiv zu sein. Vorerst. Aber es hat gedauert, hierher zu kommen. Zeit, die Gregs genutzt hat, um Nova zu sammeln. Sobald diese Dreadnoughts aufgetankt sind... Wir werden das nicht zulassen. Ich fürchte, es kommt noch schlimmer. Die Hüterstation, sie kreist nicht um den Solarschild. Sie ist mittendrin. Okay. Mittendrin? Das ist doch verrückt. Okay, heißt das, dass wir immer noch nicht an Gregs rankommen? Nach all dem? Nein, es muss einen Weg hineingeben. Hey, meine Genies. Wenn der Schild so stabil ist, wie kommt dann der Dreadnought durch? Guter Punkt. Vielleicht können wir unsere Schiffcodes irgendwie tarnen. Alter, Moment mal. Wenn der Dreadnought durch den Schild fliegen kann, wieso fliegen wir dann nicht durch den Dreadnought? Das ist keine schlechte Idee. Echt jetzt? Wenn wir alle da reinfliegen, sind wir leichte Ziele. Dann fliegt nur einer von uns. Ich weiß nicht, ob wir eine Wahl haben. Halt, ich hab hier was. Warnung, Legion Drakes im Anflug. Alle Mann, bereit zum Angriff. Okay. Oh ja, jetzt wird's Angriff geben hier. Einer weniger. Nein. Wir kümmern uns um die Drakes, aber jetzt ist es Zeit. Los! Puh, bin total außer Atem. Wir längs fliegen. Ich weiß gar nicht, wo wir längs fliegen sollen. Ziele zerstört. Welchen Dread soll man denn fliegen? Ich weiß nicht, wo er das sieht. Muss ich da nicht irgendwie... Der hier vielleicht? Noch einen erwischt. Der hier, okay. Hier ist es auch nicht. Ja, ich sehe gar nicht. Ich kann auch nicht sehen. Ist der Dread da? Wahrscheinlich, ne? Hä? Welcher soll denn das sein? Ich aber da durchfliegen jetzt. Dritter Ich nicht. Weiß nicht, wo ich hin soll. Oder muss ich wechseln? Zu Mason. Ah.
Komm schon! Ich weiß nicht, durch irgendeinen Dread soll ich fliegen, aber durch welchen ist die Frage, ne? Dieser hier vielleicht? Nee. Weiß nicht, wie wir da reinkommen sollen. Ich sehe auch keinen Dread, der so halbwegs in diesen Dings drin ist. Auch der da, ne? Steht er auch davor oder ist er so geht er drin? Ich kann es echt nicht sehen. Gehen wir mal zu dem hin. Auch der ist halb drin, der muss es sein, okay. Ist auch eine Geschichte da. Hyperantrieb derzeit nicht verfügbar. So, versuchen wir da reinzukommen. Verteidigungen aktiviert. Machen Sie sich ganz frei. Ach scheiße, müssen den auch noch... Der Dreadnought kann sich nicht verteidigen, während er den Schild durchquert. Den Raketenschacht treffen und direkt zum Kern fliegen. Okay. Okay. Innensteuerung aktiviert. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich bin im Inneren und unterwegs zum Reaktor. Mal schneller hier. Hey, Sage misst einen Energieanstieg von der Station. Wir können euch unmöglich erreichen. Starlink-Kommunikation gestört. Jetzt liegt es an mir. Oh, Mist. Kein Problem. Das war gar nicht so einfach hier. Starlink, jetzt beugt euch schon meinem Willen. Das war's, Grex. Ja, die Ernte von Atlas ist vorbei. Eure Mühen, mich aufzuhalten, sind gescheitert. Meine Legion hat genug Nova. Jetzt brechen wir zu den Sternen auf. Vielleicht schaue ich auf deinem vorbei. Auf gar keinen Fall! Wow! Ich sehe den Kern! Das ist scheiße, ey. Oh, kurz warten. Ich muss hier, glaube ich, kurz warten, damit ich wieder Energie bekomme. Oh. Schnell, 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 schnell. Oh nein. Ah, shit. Okay, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Dann bin ich gleich tot. Oh. Ich bin erledigt. Noch ein Schiff? Shit, 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 shit. Oh, oh. Komm schon. Oh. Geschafft. Und raus hier. Viel Glück. Raus hier, raus hier, raus hier. So. Schluss mit dem Versteckspiel, Grex.
Ich bin in den Sternen. Ich bin auf jedem Planeten in Atlas. Ich umgebe euch. Also werde zeugen, wie ich jede Welt in dieser Galaxie erobere. Ihr hat es so viel Leid gegeben, Grex. Damit ist jetzt Schluss. Meine Legion, befreie mich von diesem Makel. Okay. Dieses Versteckspiel. Hast du gedacht, du könntest mich herausfordern? Die Hüter haben mich aus der Dunkelheit erhoben. Sie gaben mir das Nova. Sie erwählten mich. Du bist ein Staubfleck auf den Seiten der Geschichte. Na, bin ich mal gespannt. Staubfleck ich werde. Da muss man sich schon mehr anstrengen, wenn man mich besiegen will. Du schlägst wie ein Kind auf eine Macht ein, die du nicht verstehst, genau wie die Hüter es getan haben. In ihrer Angst gaben sie die Legion auf. Ihr wollt sie zerstören, aber ich habe sie so viel stärker gemacht. Na komm. Oh, wer ist er denn? Eisschild und Feuerdings. Ich bin der Hüter. Mein Legion-Cross leitet die Ernte an und führt diese Galaxie in ein neues Zeitalter. Nicht so lange ich noch ein bisschen mitzureden habe. Euer Anführer hat verstanden. Er hat die Macht kennengelernt und wollte sie ergreifen, wie ich. Lügen Sie so viel Sie wollen. Das ändert gar nichts. Okay. Ich komme hier bei den Schwitzen. Okay. Wir haben ihn. Wir haben ihn noch erwischt. Und ich hatte selber keine Energie mehr. Oh oh. War wahrscheinlich nicht der Final Boss. Unterwegs.
Okay. Warum ließen die Hüter zu, dass mein Spross fällt? Du hast mich verflucht. Oh. Der Kerl schlägt sich wirklich tapfer. Was? Ich drehe um. Nein, weg da. Ich kümmere mich darum. Okay, schnell. Was denn? Oh, ach Scheiße. Na klar, es wäre zu einfach gewesen, ne? Ich mache dich fertig. Wir haben genug geredet. Dann enden unsere beider Wege hier. Shit. Das schaffe ich nicht. Da komme ich nicht mehr weg. Ich bin erledigt. Shit. Oh, wir haben das noch. Okay. Oh, verdammt. Wo ist er? Das kommt davon, wenn man sich mit den Besten anlegt. Okay, das Portal. Ich kann es schaffen. So, los geht's. Fliegen wir da rein. Hoffen wir zumindest, dass wir es schaffen. Oh oh. Enge Kiste wäre das. Und... Also, Shade. Kommst du jetzt zu uns? Versuch's jetzt. Was wird das hier überhaupt? Du wirst schon sehen. Guter Schuss. Geschichte. Atlas ist wieder frei. Dank euch. Wir können stolz auf unsere Leistung sein. St. Grant wäre stolz. Er hat etwas auf der Station gesehen. Die Antwort, die wir suchen. Es ist nicht vorbei, Judge. Deine Heimat ist da draußen. Und wir finden sie. Gute. Sehr gut. Ja, das war's mit der Hauptkampagne. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Jetzt gibt es natürlich noch die Star Fox-Episode, die wir freispielen müssen, beziehungsweise Ende spielen müssen. Und natürlich noch die vom Judge. Bis jetzt muss ich sagen, das Spiel macht Spaß. Kommt bestimmt noch einige Add-ons, behaupte ich mal. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, damit ist das Spiel vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.